Hallo ihr Lieben, es ist kurz vor Weihnachten. Also ich bin mir gerade im Moment noch gar nicht so sicher, ob ich so richtig in Weihnachtsstimmung bin. Und das, obwohl übermorgen Weihnachten ist. Ich dachte, ich mache noch ein kleines Video, ein kleines Wolltagebuch und erzähle euch, was ich so in letzter Zeit gemacht habe. Also so arg viel war es eigentlich gar nicht, aber irgendwie habe ich ziemlich viel Wolle gefärbt. Und einiges von der Wolle ist auch schon weg. Mein Freund Merlin ist heute auch da. Ist schon mittags und er hat jetzt erst gefrühstückt. Oh ja. Wie ihr mitgekriegt habt, ich habe eine Anleitung für Socken gemacht. Und ich habe zwei Paare gemacht. Das erste war so zum Testen. Und dann habe ich auch ein bisschen zu groß gemacht, ein ganz kleines bisschen. Und die zweiten, die sind jetzt perfekt. Da bin ich richtig froh. Du findest sie auch gut, hä? Ein paar von den Sachen, die ich gefärbt habe, die habe ich auch noch. Die kann ich euch noch zeigen. Zum Beispiel habe ich da diese Wolle in Rot- und Orange-Brauntönen noch da. Die ist super dick. Die hat eine Lauflänge von 100 Meter auf 100 Gramm. Das heißt, wenn du irgendwie ein Projekt stricken willst, eine Jacke oder einen dicken Pulli oder Schal und Mütze, dafür ist die genau richtig. Und das Schöne ist halt, sie ist super weich. Dann habe ich hier noch die tolle Färbung, die heißt Sea Salt. Das habe ich eigentlich gefärbt, weil ich bei Todobunto Knöpfe gesehen habe, die machen Tonknöpfe. Mit diesen Farben. Und ich fand die so schön, die Farbkombi, dass ich die nachgemacht habe. Und die ist ganz, ganz toll geworden. Ich zeige euch die Sachen dann nachher alle noch ein bisschen genauer. Und dann habe ich hier noch diese Böppelswolle. Die heißt Blickfang. Die ist von meinem Wollhersteller Atelier Citron. Das ist eine reine Merino-Wolle, also wie die auch hier, die hier, die ist auch von Atelier Citron. Auch eine reine Merino-Schurwolle und die hat halt so coole Bubbles, die hier. Genau, das sind 160 Meter auf 100 Gramm. Auch wieder perfekt für Weste, Jacke, Stulpen, Schal, Mütze, alles. Hier habe ich noch eine ganz besondere Wolle. Das ist Dochtgarn. Und zwar Naturwolle, unbehandelte Wolle. Das heißt, die kann man nicht in den Wollwaschgang, in die Waschmaschine machen. Die Wolle ist super dick. Da kann man ganz bestimmt ganz tolle Projekte damit machen. Ist so ein bisschen orange-braun. Sieht so ein bisschen so wie eine Flamme aus oder so. Es kommt immer in 200 Gramm. Und die 200 Gramm haben 80 Meter Lauflänge. Das ist nicht viel. Aber das ist auch eine besonders dicke Wolle. Da eignet sich vor allen Dingen irgendwie so Stricke oder Häkelmuster, die mit großen Maschen gestrickt oder gegelt werden, wo einfach nur ein bisschen viel Luft durchkommt. Oder ein Loop oder so irgendwie was. Dafür ist es auch super geeignet. Genau, warum habe ich eigentlich hier einen riesen Loop an? Dieser Loop. Das ist eigentlich das Loopmuster, das ich hier bei YouTube hatte. Und ich Schlawinerin, habe keine Maschenprobe gemacht. Guckt euch mal an, wie riesig dieser Loop geworden ist. Also, ich wollte ihn eigentlich gar nicht so lang haben. Im Moment bin ich aber trotzdem sehr dankbar, weil wenn ich rausgehe und den anhab, ich friere da nicht. Und ich bin so eine Frostbeule.
Und ich werde ihn aber trotzdem noch mal aufmachen. Warum? Ich habe Angst, wenn ich ihn wasche, dass er noch länger wird. Und dann muss ich ihn ja vielleicht viermal um den Hals machen. Also das geht auf jeden Fall nicht. Und ich habe jetzt auch diese Wolle. Ich habe da noch ein bisschen den Rest. Ich habe die gerade noch mal angeschlagen. Und zwar will ich nämlich aus den Resten, die jetzt noch übrig bleiben, Beinstulpen machen. Und ich habe das jetzt mal so angeschlagen. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt gut sieht. Das ist so ein schönes, feines Garn. Und es ist eigentlich echt schade, dass ich das bei meinem Loop doppelt genommen habe. Das heißt, der Loop, der wird dann, wenn es wärmer wird, werde ich dann nochmal aufmachen. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, dass das Stricken und wieder aufmachen mein Hobby ist, meine Hauptbeschäftigung. Genau, was habe ich denn noch zum Zeigen? Die hier kann ich noch zeigen. So schöne, schöner Aprikoton. Da habe ich auch fünf Knäule. Da könnte man auch einen wunderschönen Pulli draus machen. Das ist reine Merino von Atelier Citron und zwar die Lifestyle. Da habe ich 310 Meter auf 100 Gramm. Voll schön. Ich mag die Farbe. Ansonsten, was mag ich denn noch erzählen? Also, wir haben ja jetzt gerade Dezember 2023. Ja, der Merlin will auch was sein. Und vor einem Jahr war ich gerade in Spanien in der Ferienwohnung den ganzen Monat. Das war wunderschön. Und da habe ich halt auch so ein bisschen mir überlegt, was will ich eigentlich so machen, auch so mit meiner Selbstständigkeit. Ich mache ja noch Dreadlocks nebenher, aber ich habe einfach gemerkt, ich brauche da irgendwie noch was nebenher, noch was Kreatives. Ich habe ja eine ganze Zeit lang Schmuck verkauft und solche Filzschnüre, oder damit mir die Haare zusammen machen kann. Und ich habe einfach gemerkt, da will was Neues kommen und ich wusste nicht so genau was. Und eigentlich vor einem Jahr habe ich dann so gedacht, okay, ich möchte eigentlich Wolle verkaufen. Ich möchte auch Wolle spinnen, ich will färben. Und ich habe im Grunde mein ganzes Leben habe ich immer viel mit Wolle zu tun gehabt oder mit Stricken oder mit Häkeln. Auch wenn ich da jetzt beim Stricken und Häkeln jetzt nicht so der Profi drin bin, aber ich krieg zumindest, habe immer alles hingekriegt, was ich wollte. Und ich liebe dieses Material. Es ist einfach, es ist so schön weich, so kuschelig. Ich kann ständig Wolle kuscheln. Ich freue mich. Du dich auch? Ja? Freust du dich auch, wenn die Mama sich freut? Und dann habe ich ja so langsam überlegt, wie gehe ich da jetzt Schritt für Schritt vor, die Umstellung, beziehungsweise ich habe dann auch meine alte Homepage aufgegeben und das ein bisschen ruhen lassen und dann im Sommer eine neue gemacht. Und ich bin super glücklich über dieses erste Jahr. Im Grunde war das ja auch erstmal so irgendwie ausprobieren, ob das überhaupt so funktioniert, beziehungsweise auch rausfinden, was möchte ich eigentlich tun. Ja, und jetzt bin ich hier, ein Jahr später, und bin ganz froh und ich merke, dass es jetzt so langsam anläuft. Ich habe jetzt mittlerweile regelmäßig Bestellungen. Ich freue mich total. Und das mit YouTube, muss ich sagen, gefällt mir super, dass ich da auch einfach mir so kreative Projekte überlegen kann. Merlin. Wo ich da euch dann mitnehmen kann und euch das dann zeigen kann. Und als nächstes möchte ich dann auch diese Stulpen zeigen. Es wird jetzt aber auf jeden Fall vor Weihnachten nichts mehr. Weil ich dann die eine Stulpe erstmal fertig mache und dann die zweite stricke und die zweite dann sozusagen aufnehme. Da werde ich ein Perlmuster machen nach
dem Bündchen. Und ich hoffe, dass ich es trotzdem gut zeigen kann, weil dunkle Wolle filmen ist gar nicht so einfach. Aber ich hoffe, dass man es trotzdem gut erkennt, weil ansonsten muss ich das Ganze nochmal machen und zwar mit hellerer Wolle. Ja, auf jeden Fall möchte ich mich ganz herzlich bedanken für alle, die regelmäßig zuschauen und mich so begleiten und mich auch unterstützen und bei mir bestellen. Ich bin wirklich super froh. Ich freue mich so. Ich freue mich, dass ich wirklich das machen kann, was ich liebe. Und dass das jetzt dann auch wachsen darf und immer größer werden kann. Und ich möchte jetzt heute auch gar nicht so ein langes Video machen und auch jetzt nicht so einen großen Aufwand machen, weil es mir wichtig ist, dass ihr vor Weihnachten noch diese Nachricht bekommt. Und ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Weihnachtszeit und viel Ruhe und Entspannung. Das brauche ich auch gerade im Moment so ein bisschen. Und auch, dass halt auch der Kopf zur Ruhe kommt und dann wieder etwas Neues beginnen kann im neuen Jahr. Ja, und dann werde ich, also im Januar werde ich auf jeden Fall auch wieder färben und neue Farben machen. Und was ich auch noch erwähnen wollte, ich möchte gerne noch einige Qualitäten, neue Wollqualitäten mit hinzunehmen. Da bin ich mir jetzt aber noch gar nicht so ganz sicher, von welchem Hersteller bzw. wo da meine Bezugsquellen sind. Deswegen eigentlich wollte ich das heute so präsentieren und zeigen, aber ich brauche da auch noch ein bisschen. Auf jeden Fall soll es mehr Naturwolle bei mir geben. Also diese Wolle von Atelier Citron, die ist super. Das ist aber alles Superwash. Und es gibt Anwendungsgebiete, da benutzt du Superwash Wolle und es gibt Anwendungsgebiete. Da passt es besser, wenn du eine reine Wolle hast. Weil diese reine Wolle, also die hier zum Beispiel, meine handgesponnenen Sachen, die sind halt, die haben diese typischen Wolleigenschaften, die sind atmungsaktiv, die nehmen Feuchtigkeit auf, selbstreinigend und die wärmen auch viel mehr. Aber jetzt zum Beispiel für Socken, die ich so in meinen Schuhen trage, ist das kontraproduktiv, weil sie auch nicht so haltbar ist. Die reibt sich viel schneller auf, da kriegt man viel schneller Löcher. Für eine Sockenwolle zum Beispiel würde ich keine Naturwolle nehmen, sondern dann die Superwash-Wolle. Oder für was das auf jeden Fall auch gut ist, Leute, die ein bisschen empfindlich mit der Haut sind, die sind mit der Superwash-Wolle besser dran. Oder Leute, die tendenziell eher warm haben und schwitzen. Also ich bin ja total die Frostbeule, bei mir ist es ganz schlimm. Deswegen greife ich dann eher zu der anderen. Aber für den Sommer habe ich mir ja einige Tops gehäkelt aus der ganz normalen Wolle, Superwash-Wolle, die mit Tencel zum Beispiel. Super, das ist super. Und das kann ich sozusagen das ganze Jahr tragen. Und die richtig warme Wolle, die kann ich ja wirklich nur tragen, wenn es wirklich richtig kalt ist. Und so hat jede Wolle seine Berechtigung und im Moment habe ich halt es nicht ausgeglichen. Ich habe sozusagen mehr Superwash als nicht Superwash. Und da möchte ich nach und nach ein bisschen ausgeglichener sein. Also, dass es so ungefähr 50-50 ist. Und diese Naturwolle, die wird dann auch handgefärbt. Ich freue mich da schon unglaublich drauf und bin auch gespannt, für wen das von euch interessant ist. Also ich habe so ein paar Kunden, wo ich weiß, die mögen diese Wolle viel, viel lieber. Die schlagen auch bei mir zu, wenn ich in Instagram zum Beispiel handgesponnene Wolle verkaufe, dünne mit Naturfarben. Das ist selten, aber es kommt natürlich vor. Oder so Mittelalter-Freaks.
Die können mit der Naturwolle auch viel mehr anfangen. Oder es ist halt auch für so Jacken, es ist richtig praktisch, also die du halt über deine Kleidung für draußen anziehst, weil sie halt viel mehr wärmt. Ja, ich bin mal gespannt, was ihr darüber denkt und wie ihr das seht, welche Wolle ihr denn am liebsten verarbeitet. Und da könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen. Und ansonsten verabschiede ich mich jetzt hier. Und wir sehen uns dann bald im neuen Jahr wieder und hoffentlich dann mit meiner Anleitung für die Beinstulpen. Ich wünsche euch alles Gute, bis bald. Tschüss, eure Wollelfe.